Ja, bei uns geht es um 5 Uhr morgens los. Und dann gehen wir in den Stall. Dann ist die erste Arbeit einmal, dass wir die Kühe zusammentreiben. Dann werden sie gemolchen, gefuttert, die Jungviecher versorgt. Das ist ungefähr eine Arbeit, die ca. 2 Stunden bis 2,5 Stunden dauert. Dann nach dem Melchen, wenn wir Melchen fertig sind, dann gehen wir eigentlich frühstücken. Frischmilch heißt, dass die Milch täglich am Hof angeholt wird bei mir. Und die ist innerhalb von 10 bis 12 Stunden in der Molkerei und kommt dann ins Geschäft. Nach dem Frühstück wird nachher das frische Gras geholt. Entweder die Kühe kommen auf die Weide oder wenn sie im Stall bleiben, dann wird frisch Gras geholt. Und das wird zweimal am Tag gemacht. Also die Kühe können auch 365 Tage im Jahr einen Auslauf rausgehen, der ist ständig offen. Also die Heimilch hat für mich schon einen besonderen Stellenwert und sie macht es einfach sehr besonders, weil einfach wirklich viel Kräuter drin sind. Sie kriegen eigentlich im Sommer, wie gesagt, nur frisches Gras und im Winter kriegen sie dann das Heu. Wir haben Rumpballenheu, also das heißt, wir machen nur Rumpallen, ca. so 500 Stück im Jahr. Und das wird auch nachher noch nachgetrocknet, das heißt, wir haben da Rumpballenheubelüftung. Und durch das kann man die Qualität vom Heu ein bisschen steigern. Und das merkt man dann im Winter, wenn sie das frische Heu kriegen. Und da haben dann noch die Kräuter und da ist noch wirklich die Nährstoffe alles drinnen. Und ich glaube, es ist auch erwiesen, dass da sehr gute Inhaltsstoffe drinnen sind in der Bio-Heumilch. Den Kirschenschmarrn nehmen wir ganz gern. Vor allem, weil man da noch unsere Milch dazu trinken kann. Und ja, das ist ein einfaches Gericht, geht schnell und schmeckt einfach gut. Ja, das war eigentlich die Steuerarbeit so. Und wie gesagt, die ist tagtäglich 2,5 Stunden einmal und das sind eigentlich 5 Stunden am Tag und das 365 Tage im Jahr. Also das ist natürlich in der Biolandwirtschaft und auch in der Landwirtschaft natürlich schon, das heißt der Nachteil, aber das ist halt, wo man wirklich da sein muss, halt da, und das 365 Tage im Jahr. Ist ein Traumberuf, muss ich sagen, da fühlt mich mit viel Freude. Ich bin der Martin Haas, bin Biobauer, weil mir das Wohl der Tiere sehr am Herzen liegt. Und ich glaube, gerade als Biobauer kann ich das am besten leben.